Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Hier kein Kniefall einfach. Wäsche damit. Hilf mir auf. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Diesmal, liebe Brüder, werden wir obsiegen. Die Beweislage für die Heiligkeit unserer geliebten Agnes ist überwältigend. Rom kann uns nur zustimmen. Habt ihr die alten Pfarrbücher von Beuern? Die bringt uns der Bruder Pforte. Ja, wo bleibt er denn? Prälat Daxenberger. Man hat ihm den Daumen abgeschnitten. Und auf das Dokument, an dem er arbeitete, geschrieben, Finger weg. Sehr witzig, Finger weg. Finger weg. Keine Heiligsprechung der Bäuerer Agnes. Wer tut denn sowas? Jemand, der verhindern will, dass Bad Beuern endlich seine Heilige bekommt. Bitte, Abt Emmeram, gehen Sie der Sache bitte mit äußerster Diskretion nach. Ein öffentlicher Skandal könnte die Heiligsprechung auf unbestimmte Zeit verzögern oder das ganze Projekt gefährden. Ja, ich kümmere mich persönlich darum. Gott zum Gruße, Prälat. Gott zum Gruße. Gibt's Probleme in Bad Beuernhof, verehrter Herr Prälat? Wie vollständig ist die Akte Agnes Ihrer Ansicht nach, Pater Benedikt? Die Dokumentenlage ist schwer einzuschätzen. Sie als Leiter des Archivs müssen doch einen Überblick über die Aktenlage haben. Kloster Beuern gibt sich große Mühe, klare Beweise herbeizuschaffen. Es fehlen nur noch Bezeugungen der Wunde, der Agnes betreffend. Ausgerechnet jetzt schießt jemand quer. Tja, da müssen Sie jetzt mal ganz tapfer sein, Pfarrer Braun. Die Befunde ergeben ein eindeutiges Bild. Sieht leider ganz nach Chefvisite aus. Oh, jetzt ein Bischof. Höher! Der Papst, nach Rom zum Vatikan. Was will der Argentinier von mir? Hat mich der Bayer schon nicht bestellt. Viel höher, Pfarrer Braun. Sozusagen ganz oben. Ich glaube, ich hab's verstanden. Bin ich auf meiner
letzten Reise zum Herrgott, Herr Doktor. Das CT lässt da keinen Zweifel, leider. Wir können die Krankheit zwar diagnostizieren, in diesem Stadium aber nicht mehr therapieren. Das braucht Ihnen nicht leid tun, weil die letzte Reise kann niemand stornieren. Wie lange habe ich noch? Rechnen Sie in Monaten. Monate? Ich habe immer in Tagen gerechnet. Ich habe immer den Herrn gedankt für jeden Tag, den er mir geschenkt hat. Mit diesem Geschenk wird der Herrgott jetzt etwas knausern. Mein Herrgott ist auch Ihr Herrgott, ob Sie es glauben oder nicht. Eher nicht. Sie sind Atheist, Dr. Wieser? Berufsbedingt. Schauen Sie, ich habe schon so viele Patienten aufgeschnitten. Und noch bei keinem habe ich irgendeine Spur von Seele entdeckt. Und Schwerkraft? Haben Sie Schwerkraft gesehen? Oder das Hirn, also ich meine Geist? Und dass es einen Geist gibt und dass es eine Schwerkraft gibt, wenn es einer weiß, dann bin ich das. Und genauso ist es mit dem Herrgott. Grüß Gott und guten Morgen, Exzellenz. Die Post. Und das hier. Ich wagte nicht, es zu öffnen. Vom Vatikan? Post vom Heiligen Vater? Geben Sie her, Mühlig. Nein, ich ahne etwas. Sie öffnen das Schreiben, Monsignore. Na, nun machen Sie schon. Und, Mühlig, ist es das, was ich... Hosianna, der Papst hat mich zum Kardinal berufen. Ich, Sebastian Kardinal Hemmelrath, da muss der erste Argentinier kommen, damit man in Rom meine Qualitäten würdigt. Dieser Deutsche war ja dazu nicht in der Lage. Wie seine Exzellenz schon immer sagten. Eminenz, Mühlig, demnächst, Eminenz. Was sagte ich schon immer? Exzellenz, demnächst, Eminenz. Wir merkten immer, dass dieser bayerische Katholizismus ja eher Folklore als Religion sei. Von Braun. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon, wie das Vieh. Armer Braun. Psalm 47, 13. Nein, Mühlig, 49, 15. Braun wüsste es. Brauns Bibelfestigkeit wird jetzt auf eine andere Weise geprüft. Erfüllen wir ihm seinen Wunsch, ihn für die letzte Zeit nach Hause zu lassen? Nach Bad Beuern? Natürlich werde ich ihn seiner seelsorgerischen Pflichten entbinden. Und Sie kümmern sich um eine würdige Bleibe für Guido und seinen Anhang. Nach der Verwaltungsverordnung der Kirche steht ihm aber keine Haushälterin mehr zu. Da wollen wir nicht so kleinlich sein, Mühlig. Ich dachte nur, weil unser Kantinenchef doch in Rente geht. Und die Kochkünste der Rosshauptnerin. Ich darf Sie nur an diese vorzügliche Terrine de Cana erinnern. Sie haben ja so recht, Monsignore. Ein künftiger Kardinal kann sich keine Verstöße gegen das Kirchenrecht erlauben. So bitter das für unseren armen Guido sein mag, die Rosshauptnerin hier? Ach, da kann man sich ja endlich wieder das Essen aus der Kantine bringen lassen. 49,13. Wir lagen beide falsch. Was? Muss davon wie das Vieh. Ist Psalm 49, 13, sagt die Bibel-App. Amen, schön, dass wenigstens du bei mir geblieben bist. Ich bin ja höchstrichterlich dazu verpflichtet, mich ständig in der Nähe meines Bewährungshelfers aufzuhalten. Ach, Herr Pfarrer, ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass Sie bald den Löffel abgeben. Es tut mir leid. Tut mir leid, Armin, jetzt hör mal zu. Ich muss sterben, das steht fest. Aber jeder muss sterben. Man stirbt von der Geburt bis zum Tod. Das ganze Leben ist ein einziges Sterben. Hadere mit Gott, brüll's in die Welt hinaus, schrei und fluche. Aber hör auf, dich zu entschuldigen, dass ich sterben muss. Und jetzt fahr bei, sonst weißt du den Bad Bayern nur. Sie erreicht den Hof mit Mühe und Not in des Messners Armen, der Pfarrer war tot. Thank you.
Es lebt noch. Wir brauchen einen Tierarzt. Über Notruf, Feuerwehr. Nein, nein. Das macht besser die Schäferin. Wenn du mir hilfst, das Schaf von der Straße zu tragen, dann kann ich es notschlachten und ihr fahrt einfach weiter. Moment mal, vielleicht hat sie es bloß ein Bein gebrochen oder so. Ja, weil du zu schnell abgebremst hast. Was hab ich? Vielleicht soll man doch besser den Tierarzt rufen, oder? Bloß nicht. Ich bin Schäferin, ich kann mich kümmern. Ich kann das Schaf nur schlachten, wenn es verletzt ist, okay? Deswegen habe ich es doch auch auf die Straße gejagt, dass ich euch gehört habe. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Na, weil man trächtige Schafe nur im Notfall schlachten darf. Trächtig, das auch noch? Hilf mir mal. Warum machst du denn so eine Sachen? Weil man mich zwingt. Wer zwingt sie zu sowas? Ihm kannst du es ruhig sagen. Ich sag ihm auch fast alles. Mein Vater. Und warum? Darf ich nicht sagen und das werde ich auch nicht sagen. Braun? Mein lieber Pfarrer Braun, wie geht es Ihnen? Ah, muss ich doch nicht möglich. Wie soll's mir gehen? Ich bin gerade dabei, die irdische Hülle abzulegen. Das ist eine Sauarbeit bei mir, das können Sie sich vorstellen. Na, da wird es Sie sicher freuen, dass ich eine Überraschung für Sie habe. Eine Überraschung. Im Diesseits oder schon im Jenseits? Wenn Sie in Bad Beuern sind, dann begeben Sie sich doch bitte unverzüglich zu Ihrem Geburtshaus. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich habe was Wichtiges zu erledigen. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Pfarrer Braun? So, da bin ich wieder. Was war denn los? Nix. Dann darf ich sagen, fahr jetzt weisungsgemäß zum Elternhaus. Gott zum Gruße, lieber Monsignore. Gott befohlen. Er hat geschnupft. Braun kriminalisiert wieder. Kathrin, ich muss gehen. Schau, jetzt kennst du eh schon den Namen. Jetzt steig ein, wir müssen los. Da sind wir. Mein Elternhaus. Verwaist, verfallen, bald vergessen. Seien Sie froh, Sie haben wenigstens eins. Bei mir gibt's bloß eine Fundstelle, eine Babyklappe. Wenn ich mal gehe, dann wird sich kein Kreis schließen. Und Sie kennen ja bestimmt noch diesen Baum hier, als er noch klein und jung war. Was steht denn da? G plus AIL 19.06.1963? Guido und Agnes in Liebe, mein Gott. So lange ist es her. Sie hatten mal was mit einem Mädel? Ja, das war was ganz was Reines. Ich war 10 Jahre alt. Sie war 9,5 und es hat auch nicht lang gedauert. Und danach ist sie ins Kloster, ja? Ach, das ist die Lechleitner Agnes. Die hat meine Mutter da aufgehängt, meine Mutter selig. Die war Flößerstochter in Bayern unten. Ist dann ins Kloster gegangen, wurde Äbtissin in Frauenchiemsee und die Leute haben zu ihr gebetet. Und irgendwann sind dann in ihrem Namen auch, wie sie das gehört, im Bayerischen oder im Katholischen Wunder geschehen. Das war der Kirche dann zu viel und die haben das unterbunden. Da hat meine Mutter gesagt, nicht mit mir, hat das Tafel da aufgehängt. Und das ist diese katholisch-bayerische Frömmigkeit. Die ist tief, stur, gläubig und erfinderisch. Ah, und da kommt die Überraschung. Gut, Herr Pfarrer.
Gott zum Gruße. Kennst du mich nimmer? Sag ich's. Die Schossergundula. Jetzt die Gundula Strasser. Geheirat. Ich soll Ihnen die Schlüssel zu einem Geburtshaus geben. Ach, haben Sie da am Schluss drin gewohnt? Ihre liebe Frau Mutter hat das Haus der Gemeinde vermacht. Und mein Mann hat den Grund mitsamt dem Häusl da gekauft. Und warum haben Sie es dann leer stehen lassen? Mei, der Baugrund war seine Einlage für das Hotelzentrum, was da gebaut wird. Aber es fehlt uns noch eine Genehmigung für den Bau der Kanalisation. Jetzt können Sie nicht anfangen. Sagen Sie mal, haben Sie jetzt im Strasser gesagt, sind Sie die Frau von dem Papierfabrikanten? Ja, weil der Bischof und mein Mann, der Strasser, sich gut kennen, haben sie das für Sie arrangiert. Sie kennen ja wahrscheinlich bis an Ihr Ende. Ich meine, nur eine ganze Weile leben. Bleiben. Ja, da kann man ja von Glück reden, dass im Wettkampf zwischen Sensenmann und bayerischer Bürokratie der Tod meistens gewinnt. Schön, dass Sie wieder daheim sind, Herr Pfarrer. Ja, da schau her. Unsere gute alte Stube. Wie früher, als ob wir gestern rausgegangen wären. Ich hab das Haus für Sie sauber machen lassen. Jetzt die Küche. Nicht gerade auf dem neuesten Stand der Technik. Ja, das ist alles. Ich sag mal, beides der Mama sei Sache. Aber jetzt, wo ich keine Küche mehr habe. Oh mein, Sie haben keine Küche und waren so ein guter Esser. Das kann man sagen. Da hätte ich jetzt gern ausgeholfen, aber so. Ich habe Ihnen wenigstens eine Grundausstattung an Kräuter und Gewürze reingestellt. Ja, das habe ich schon gesehen, aber das macht auch nicht satt. Sagen Sie mal, was ist mit Ihrem Mann passiert? Nix. Das wollen Sie mir nicht sagen, gell? Ich mag am Pfarrer nicht anlügen. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass es jemand macht, aber es war Ihr Mann, gell? Wie kommen Sie jetzt auf ihn? Mei, der Kabinen, der ist ja in Bayern bekannt und vor allem dafür, dass er leicht rechts wieder werden kann. Stimmt schon. Aber was ist denn das für ein Mannsbild, dem nicht hier und da mal die Hand ausrutscht? Katrin? Nebenstehend genannte Person, Herr Armin Knopp, darf die Einwilligung in jegliche Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes, in Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe verweigern oder widerrufen. Auch wenn die Nichtvornahme der Maßnahme für mich mit Lebensgefahr verbunden sein könnte. Zum Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder Maßnahmen erteilen. So. Bitte unterschreiben. Frau Doktor, könnte ich mich nicht ohne Formular aus dieser Welt schleichen? Sterben ohne Bürokratie? Ich bin Palliativmedizinerin. Ich sage immer, wir kommen, wenn alles zu spät, aber noch nichts vorbei ist. Also ohne Patientenverfügung geht bei mir gar nichts. Warum sterben? Anmeldung und Wartezimmer sind da vorne. Ja, ja, mir geht schon besser.
Entschuldigen Sie bitte, mein Bruder. Eine akute Sache, aber ich bin gleich wieder bei Ihnen. Au! Die Wunde ist ganz gut verheilt, aber soll ich mich doch zur Kripo gehen? Anna, um Gottes Willen, nein. Ich muss so tun, als wäre es ein Unfall gewesen. Abt Emram hat gesagt, kein Außenstehender darf die Verletzung sehen. Ich soll mich eigentlich auch vom Bruder Arzt behandeln lassen, aber der ist schon so senil. Deswegen komme ich doch zu dir, trotz meinem Gelübde. Cassianus, das ist das Ende deiner Karriere als Kalligraf. Ohne Daumen kannst du keine Feder mehr halten. Ausgerechnet jetzt, beim Carter Nonata-Auftrag. War vielleicht einer deiner Confratres eifersüchtig auf den Auftrag? Nein. Nein, das war jemand, der unsere Arbeit zur Heiligsprechung der Agnes sabotieren will. Und das wird er büßen. Du könntest mir zum Beispiel sagen, wo man hier das Tanzbein schwingen kann. Amen! Wenn du mit deiner Schäferin telefonierst, dann frag sie, ob der Begriff Carta Nonata was sagt. Moment, was bitte? Carta Nonata. Na toll, jetzt hat sie aufgelegt wegen ihm. Dann weiß sie was. Du fährst jetzt hin und hörst sie aus. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich versuche, eine in die Falle zu kriegen, versuchen Sie, sie in Ihren Fall zu kriegen? Ob so Fall wird, Armin, weiß ich ja noch gar nicht. Aber ein dunkles Geheimnis liegt ja schon vor ihm und will verhindern, dass die Agnes heilig gesprochen wird. Dann wird ein trächtiges Schaf notgeschlachtet. Dann wird einem Mönch der Daumen abgeschnitten. Das stimmt. Also ich muss rausfinden, was da nicht stimmt. Und viel Zeit habe ich nicht mehr. Armin, jetzt mach, was ich dir gesagt habe. Komm, geh. Alles klar. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Gregor. Der arme Armin. Messdiener alleine reicht wohl nicht mehr. Jetzt wird er auch noch für Ermittlungen eingesetzt. Ja, ja, das ist praktisch, dass er besser loslassen kann. Weil irgendwann muss der mal auf eigenen Füßen stehen und das bereitet es langsam vor. Das ist Psychologie. Was führt Sie hierher? Privat. Nicht dienstlicher Pfarrer. Bin auf Kur in Bad Beuern. Das steht einem B13-Beamten alle 5 Jahre zu. Der Staat will ja keine Wracks in Pension schicken, nicht? Und Sie? Besuch in der alten Heimat? Ja, das ist, ja. Also auf keinen Fall wegen einem Fall. Na, auf gar keinen Fall wegen einem Fall. In einem Kloster mit Mönchen vielleicht. Was sollen Sie damit sagen? Ein Mönch wird ein Daumen abgeschnitten, ein prächtiges Schaf wird notgeschlachtet. Prächtiges Schaf. Und das da in dem Computer, das ist doch lateinisch. Carta non nata. Herr Geiger, haben Sie das schon mal gehört? Carta non nata. Ja, ja, die Welt in den Bergen ist kleiner, Pfarrer, sowas spricht sich rum. Das in den Klöstern verbotene Kartenspiele, Carta non nata, gespielt werden. Ja, zum Beispiel in die Richtung, ja, ungefähr, hab ich gehört. Organspendeausweis? Ja, wenn ich Ihnen in Ihrer Lage vielleicht mit einem Organ aushelfen kann, Herr Pfarrer. Niere zum Beispiel kann ich gut und gerne auf eine verzichten. Blutspenden geht sowieso klar. Herr Geiger, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So, und jetzt zum Fall. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Mir geht es auf Kur genauso. Und wie fühle ich mich? Sie und ich, wir wollen gebraucht werden, Herr Pfarrer. Und das Böse am Bösen ist, dass es nicht stirbt und keinen Urlaub macht. Sie wollen noch einen Fall und Sie haben einen Fall. Also was ist mit diesen Karten? Carta non nata. Feinste Permanentqualität. Pergament. Gewonnen aus Häuten ungeborener Lämmer oder Ziegen. Apropos Lämmer oder Ziegen, die Rosshauptin, die ist jetzt beim Bischof, Kantinenleiterin. Und die andere hier, die Hausvermittlerin, die Gundula, die kann zurzeit nicht kochen, weil ihr der Mann einen Arm verrenkt hat. Was macht man da? Wir festnehmen den Mann? Ja, da wird man nicht satt davon. Können Sie kochen? Als Kind habe ich mal in Cuxhaven ein Fischstäbchen-Diplom gemacht. Das ist aber schon eine Ecke her. Das verlernt man doch nicht. Sie können bei mir einziehen. Ja, das wäre vielleicht zu viel des Guten. Aber wir könnten ja mal wieder eine Soko gründen, so wie früher. Soko hatte ich schon länger nicht mehr. Die Soko-Fischstäbchen. Kriminalisieren gegen Kochen.
Darf man ihn streicheln? Nur weil die Schäferin mag. Ich hol uns mal Kaffee. Jetzt hast du es gefunden. Ich hab doch gar nichts gesucht. Aber was ist denn das für ein Teil? Na, das, wonach du mich am Telefon gefragt hast. Ah, dieses Katanon so und so. Warum legst du deswegen einfach auf und warum darf es keiner sehen? Weil Jungfernpergament was Verbotenes ist. So fühlt sich's auch an. Vorsicht, wenn es der Corbinian sieht, dann. Der was bitte? Der Corbinian Strasser, mein Vater. Der hat mich doch gezwungen, dass ich das trächtige Schaf aus Auto treibe. Ah, und aus der Haut des ungeborenen Lammes ist dieses Katanon-Dings da. Und ein blaues Auge? Weil ich das nicht machen wollte. Und ich habe aufgelegt, weil ich einen Schreck bekommen habe, weil das doch niemand wissen darf, dass er so ein Pergament braucht. Sag deinem Vater, wenn er noch einmal seine Hand hier gegenüber erhebt, breche ich sie ihm. Herr, heißt das, dass du mir noch einen letzten Fall schenkst, bevor ich bei dir einrücken muss? Danke, Herr. Aber, Herr, nicht, dass ich Zeit schinden möchte, aber das kann dauern. Oder weißt du, was ein abgehackter Finger mit einem ungeborenen Schaf zu tun hat? Und, Herr, da kommt noch was dazu. Oder weißt du, wer die Heiligsprechung der Agnes verhindern will? Du sagst jetzt nichts mehr. Danke dir, dass du mir meinen Spaß beim Kriminalisieren lässt. Aber ich bin sicher, ich werde für diesen Spaß bezahlen müssen. Und bin schon sehr gespannt, was diesmal kommt. Fischstäbchen à la Bahnschranke. Herr, ich habe verstanden. Haben Sie schon einmal einen Fisch an der Bahnschranke gesehen? Ja, der Goldfisch, der Kragemanze. Damals war ich noch bei der Bereitschaftspolizei, den der Dieb samt Aquarium gestohlen hatte und dessen wir habhaft werden konnten, weil er auf dem Fahrrad an der geschlossenen Bahnschranke warten musste. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und Segen. Herr, es ist dir nicht zuzumuten, hier Gast zu sein. Ja, aber wieso nicht? In Ihrer Bibel steht doch, dass der Herr Jesus mit nur einem Fisch Tausende füttert. Ja, es waren zwei und es war ein Wunder. Nein, das waren bestimmt Fischstäbchen. Das ist ein ganz alter Trick. Geiger, das ist das handgeschriebene Kochbuch meiner Mutter. Gott hab sie selig. Und damit machen Sie mir bitte möglichst schnell ein bayerisches Schweinsbraten-Blitzdiplom. Aber nur im Austausch gegen sachdienliche Hinweise. Also, Geiger, die erste Frage ist doch mit diesem abgeschnittenen Daumen. Wer hat Nachteile, wenn die Agnes heilig gesprochen wird? Und wer hat Vorteile, wenn er das verhindert? Die Konkurrenz. Richtig. Und wer ist diese Konkurrenz, wenn es um eine große Pilgerstätte geht? Pilgerstätte. Also, der erfolgreichste, wirtschaftlich lukrativste und frömmste Wallfahrtsort in der Nähe vom Kloster Beuern ist Konrading. Und deswegen, meine ich, wäre es ratsam, im Kloster mal nachzuschauen. Ist nur ein Verdacht, aber ich persönlich kann nicht hingehen, weil der Abt, dieser Studienkollege von mir, und der, wenn mich sieht, der weiß sofort, dass ich am Kriminalisieren bin. Ja, gut. Irgendwas Besonderes? Wer an der Bahnschranke Goldfische findet, der hat einen Blick fürs Besondere, Geiger. Aber lassen Sie die Katze nicht aus dem Sack. Was ist die Katze? Wenn ich es Ihnen sage, lassen Sie die aus dem Sack. Stimmt, ja, besser so. Hm, wunderbar. Und Sie? Zweite Frage. Carta non nata. Der Armin hat was Interessantes herausgefunden. Und deswegen werde ich mich jetzt mal umschauen beim Platzhirschen von Bäuern.
zum Gruße, Kabine. Guido! Hab's schon gehört. Schlimme Sache. Irgendwann, da wisst ihr jeden. Was ist denn los mit dir? Da? Da hock dich her. Das sind die Dämpfe von der Säure da im Pulper. Im Pulper? Was ist das? Der Pulper, das ist der Bottich da. Da drin, da werden die Fasern vom Zellstoff und vom Altpapier gelöst. Und aus dem Brei da machen wir dann das Papier. Und? Wer ist denn schuld? Woran? Ja, ich weiß doch, dass du immer so gern kriminalisierst. Und da musst du doch wissen, wer schuld an deinem Sterben ist. Wahrscheinlich der gleiche, der mir das Leben geschenkt hat. Aber was war das jetzt? Maus, glaube ich. Das war eine Maus, die habe es aus Versehen in die Bottich da reingekickt. Das ist dem Pulper wurscht. Am Grund von dem Bottich da, da drehen sich Dutzende von scharfen, spitzen, kleinen Messern und die zerhauen alles, was die Säure noch nicht aufgelöst hat. Und eine Maus, mei, ist so klar. Da bleiben höchstens ein paar Moleküle von der am Schluss übrig im Papier. Aber warum ich eigentlich da bin, ich wollte dir mal Dank sagen. Vergesst Gott dafür, dass du mich die letzten Tage hüpfen mir aufwischst. In meinem Elternhaus verbringen lässt. Das ist ein feiner Zug von dir. Ja, hab ich nicht für dich gemacht, hab ich für den Bischof gemacht, gell? Außerdem das Haus stand eh leer. Dann hätte ich. Kabine, noch eine Bitte. Ich darf gern meinen letzten Willen, mein Testament auf Pergament schreiben. Kein Problem, weißt du, dass der Vatikan mein bester Kunde ist? Was soll es denn sein? Was Rustikales in deinem Fall? Also Schweinshaut oder eher was Feines? Kalb? Ich hätte an Kater und Nata gedacht. Sagt dir das was? Na, freilich. Da sind früher viele Kirchendokumente draufgeschrieben worden, wenn sie besonders heilig waren oder besonders wichtig. Und genauso was hätte ich gern, verstehst? Der Bleib, Guido. Ist verboten. Verboten? Aha. Tierschutz. Ich meine, da braucht es ja die Haut von ungeborenen Schafen oder Ziegen dafür. Ja, kannst du trotzdem eins von deinen christlichen Augen zudrücken und einem katholischen Alpenpriester den Heimgang zu versüßen und damals was kosten lassen? Na, Guido, so viele Augen habe ich gar nicht, die wo ich da zudrücken müsste. Außerdem, weißt du eigentlich, dass der Tierschutz in Deutschland schon bald mehr Mitglieder hat als wir der ADAC? Wirklich? Ja, aber. Du weißt vielleicht, wann immer das. Nein, Guido, das ist das Tabu von einem Tabu. Das kann man doch brechen. Du warst doch immer Spezialist. Du willst doch bald in den Himmel auffahren, oder? Also, zusammenreißen. Grüß Gott. Tag, Herr Mönch. Ich bin Bruder Pforte. Ah, sitzt an der Pforte und heißt auch noch so. Zufälle gibt es, ne? Ja. Was machen Sie hier? Ja, ich wollte mich ein wenig umsehen in Ihrem Anwesen. Es tut mir leid, Herr Geiger. Herr Geiger, aber das Kloster ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. So soll es sein. Schönen Tag noch. Halt. Ich sagte doch. Kriminalhauptkommissar Geiger, dieser Lappen hat doch immer geholfen, also bitte lassen Sie mich rein. Ja, am besten wenden Sie sich gleich an Abt Emmeram. Ach, Abt ist der, der hier den Hut aufhat, nicht? Ja, die Brüder singen. Ja, geht so ein bisschen in Richtung Ivan Reprov, ne? Sind Sie eigentlich so, wie sagt man, orthodox russisch? Nein, wir sind ein Zweig der Benediktiner, ein Absterbender leider. Ja. Kann sich ja nicht alles halten. Kesselflicker zum Beispiel gibt es hier auch nicht mehr. Nein, nein, lieber Prälat Daxenberger. Bäuern hält Kurs. Erledigt ihr in Rom eure göttlichen Pflichten, wir tun hier das unsere. Die Dokumente werden komplett sein, wenn die Kongregation in 14 Tagen zusammentritt. Vertrauen Sie mir. Ja, ich habe einen neuen Kalligrafen dran gesetzt. Besuch, Daxenberger, Besuch. Ich melde mich später. Ja. Abt Emmeram, das ist Kriminalkommissar Geiger. Grüß Gott, Herr Kommissar. Sind Sie dienstlich da? Dienstlich, ja. Privat habe ich es nicht so mit euch Brüdern. Ja, ich weiß. Und um was geht es, Herr Kommissar? Danke, Bruder Pforte.
Sie können gehen. Ja, ich wollte mich mal ein wenig unter den Herrschaften umsehen. Und weshalb? Es gibt da so sachdienliche Hinweise. Wink eines Daumens? Tut mir leid, das fällt unter das Dienstgeheimnis. Könnte aber zutreffen. Darf ich dann Ihren richterlichen Durchsuchungsbeschluss sehen? Falscher Amt. Hier will ich was sehen. Herr Kommissar. Hier will ich was sehen? Nicht Sie. Ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss werden Sie ja gar nichts sehen. Im Übrigen war das ein Unfall. Ja, das sagen alle. Außerdem wurde keine Anzeige erstattet. Es gibt also gar keinen Grund für Ihren Besuch. Ach, Sie geben es also zu? Was? Ja, was Sie gerade gesagt haben. Was habe ich denn gesagt? Ja, das müssen Sie doch wissen. Ich bin nicht befugt, die Katze aus dem Sack zu lassen. Ich sage es mal so, Herr Abt. Der Geier ist über Bäuern eingeschwebt und ich hinterher. Und wo der Geier ist, da ist auch das Aas. Was wollen Sie hier? Ich wollte ihm meine Karte geben. Wertvolle Ikone. Doch Russen hier. Gehen Sie raus! Gehen Sie raus, bitte! Ja? An der Tür das gleiche Zeichen wie beim letzten Mal. Ja, Theo Gratias. Also fahren wir fort mit dem Bericht aus dem Kloster. Sie meinen also, das sind hauptsächlich russisch-orthodoxe? Ja. Gut, wer weiß was noch. Die haben ja alle so einen goldenen Ring im Ohr. Das ist mir sofort aufgefallen. Geiger, das ist doch bayerisches Brauchtum, das Ring im Ohr. Und der Herr Forte, der ist ja wahrscheinlich Voodoo-Priester. Voodoo-Priester? Wie kommen Sie da drauf? Ja, er kniete vor so einer Ikone mit Palmzweig und unten war ein Totenkopf. Palmzweig und Totenkopf? Danke, Herr. So, also schauen Sie so. Da ist sie das. Ja, ja, genau. Die heilige Cäcilie von Konradin. Ja. Und ein Verehrer von ihr mitten im Hauptquartier von der Agnes. Ja. Ja, ja. Wir haben unseren ersten Verdächtigen. Respekt. Gute Arbeit. 20 Jahre Erfahrung. Tun es die Beine nicht mehr? Nein, die funktionieren genauso wie der Kopf. Aber da, wo ich jetzt hingehe, da tut sich ja gebrechlicher leichter als gesünder. Und wo ist das? In Konradin. Im Ballermann der bayerischen Katholischen. Geiger, um mal bei dem Vergleich zu bleiben. Der Ungläubige sieht in Mallorca den Ballermann. Aber der Rechtschaffene, der Christenmensch, für den ist es eine schöne Insel. Was machen Sie denn da? Ich möchte Sie da hinnageln. Haben Sie einen Nagel? Das geht doch nicht. Also, das geht nicht. Ich möchte die Agnes von Bad Bayern unter den Schutz und Schirm der heiligen Cäcilie stellen. Ja, aber da sind Fürbitten an die heilige Agnes geschrieben. Die Agnes ist nicht heilig. Von dem rede ich die ganze Zeit. Ich will verhindern, dass die Agnes nicht heilig gesprochen wird. Das ist eine doppelte Verneinung. Doppelte Verneinung heißt nein und nein und nochmals nein. Ist auch sehr den ganzen Tag moin, wenn es schon dunkel ist. Wie oft habe ich zu dir gebetet und habe sie angefleht, dass ich kann ja nicht mehr gehen, dass sie mein Gebrechen heilt, aber nichts. Versuchen Sie es einmal mit diesen Fürbitten an unsere heilige Cäcilie. Und nehmen Sie Ihre Tafel wieder mit. Bitte. Und was ich noch gehört habe, Ihr Vorgänger als Kurator dieser Gnadenkapelle, der ist rübergegangen nach Bad Bayern, zur Agnes, hat die Fronten gewechselt.
Das habe ich aus den Klosterunterlagen. Der ist vor Jahren nur deshalb dorthin gewechselt, weil ihm der Touristenrummel hier zu viel wurde. Noch bevor sich das Kloster auf diese Agnes-Verirrung eingelassen hat. Mich würde es sehr wundern, wenn er noch dort ist. Ja, ist er. Ich hab's geahnt, der Bruder Pforte, ein Sizilien-Fan. Ja, ja, da gibt's eine Menge Lügen zu beichten, Herr Pfarrer. Gott schreibt immer gerade, auch auf krummen Zeilen. Jetzt geht's um die Wurst, jetzt kommt ihr Solo. Ich kann nicht reingehen, weil der Emmerland, der merkt sofort, was los ist, wenn er mich sieht. Aber Sie, haben wir alles drauf? Ja, zu abgehen, Bruder Pforte holen lassen, beschuldigen, er wird leugnen, mit beiden ins Pförtnerhäuschen gehen. So, so. Also kein Anhänger der heiligen Sizilie. So, jetzt mal Butter bei die Fischstäbchen, Herr Pforte. Ein Geständnis würde den Abend gemütlicher gestalten. Kleiner Hinweis. Wie konntest du das nur deinem Bruder Cassianus antun? Und schlimmer noch, wie konntest du das unserer Agnes antun? Aber ich war es nicht. Ja, das sagen alle. Was war das? Immer noch. Mein Finger ist ab. Ja, er war es nicht. Das ist jetzt ein Fall für die örtliche Polizei, die ich einschalte. Nur wenn mein verletzter Bruder eine Anzeige macht. Aber das tut er nicht. Er geht jetzt zu unserem Bruder Arzt. Geiger, da waren wir jetzt nicht sehr erfolgreich. Aber ich habe einen gesehen, der ist hier rausgerutscht und nach einer gewissen Zeit wieder zurückgekommen. Vielleicht ist es eine Bande. Geiger, das ist gar keine so schlechte Idee. Ein Einzeltäter ist der Bruder Pforte jedenfalls nicht gewesen. Das steht fest. Ich suche etwas Prezioses für die Einladungen zur Dankesmesse anlässlich meiner Ernennung zum Kardinal, Herr Strasser. Denn wenn der Ruf der Geschichte an einen Mann ergeht, gilt es, mit Stil zu antworten. Sozusagen Stil in historischer Dimension, Eminenz. In spe. In spe. Sie beliefern ja, wie man hört, auch den Heiligen Stuhl. Der Vatikan war bis kürzlich unser bester Kunde. Bis kürzlich? Der neue Papst besteht auf Recyclepapier. Nicht an die Reinkarnation glauben, aber Papier recyceln. Wie geht das zusammen, Eminenz? Ins B. Ins B, ja, bitte. Wenn Sie jetzt noch mal ins B sagen, Monsignore Mühlich, muss ich mir überlegen, ob ich noch Verwendung für Sie finde, nachdem ich mein Amt angetreten habe und das ins B obsolet geworden ist. Also, Herr Strasser, was empfehlen Sie uns denn? Bitte, handgeschöpfte Bitte. Schauen Sie mal, dieser Faserbrei aus 1A-Zellstoff kommt aus dem Pulper direkt in das Schöpfsieb und wird dann per Hand ausgeschöpft und in der Presse getrocknet. Die Kurie ist ganz wild auf unsere Bitte. Wir erfüllen natürlich auch Sonderwünsche. Sonderwünsche? Da kann ich jetzt nichts sagen. Das sind private Angelegenheiten. Aber der... Der Camerlengo zum Beispiel, der hat als Wasserzeichen das Vereinswappen von Juventus Turin. Aber es ist jetzt nur einer von den harmlosen Sonderwünschen. Nun ja, ich hätte gerne etwas, das die Göttlichkeit, die Divinität des Ereignisses symbolisiert. Die Divinität, da hätten wir was. Karolingische Minuskeln. Die hat bis jetzt nur der Ex-Papst Benedikt bestellt.
Also in karolingischer Minuskel haben die im Mittelalter sämtliche Messbücher und Evangeliarien geschrieben. Das war quasi das Schreibprogramm für die Mönche. Und der Kostenrahmen für, sagen wir, 350 handgeschöpfte Bütteneinladungen in karolingischen Minuskeln? Verzeihen Sie. Also, ich tät Ihnen das gern zum Geschenk machen, Eminenz. Wenn Sie mir dafür in einer Sache behilflich wären. Wenn es in meiner Macht steht. Könnten Sie sich beim Heiligen Vater gnädigst für die Annullierung meiner Ehe einsetzen? Meine Scheidung kommt bei mir nicht in Frage. Ehe ist ein heiliges Sakrament. Dass Sie mit Ihrer Gattin noch nicht vollzogen haben? Doch, ich habe eine Tochter. Aber die habe ich vor der Ehe gezeugt. Und dann noch. Und was sagt Frau Strasser dazu? Was soll die dazu sagen? Herr Strasser, die muss zustimmen. Was? Ja, wo kommen wir denn da hin? Seit wann haben Weiber in der katholischen Kirche irgendwas zum Sagen? Und kein Bruder ist nach der erneuten Verstümmelung zur Arbeit erschienen. Aber so geht es nicht, Abt Emmeram. Ein Frater kann seinem Abt nicht den Gehorsam verweigern. Mein lieber Dachsenberger. Ich kann meine Kalligrafen verstehen, wenn sie sich weigern, den Carta Nonata-Auftrag zu übernehmen, wenn sie dabei riskieren, mindestens einen ihrer Finger zu verlieren. Vielleicht haben sie den Verräter ja in den eigenen Reihen. Ein heimlicher Verehrer der heiligen Cäcilie ist entdeckt und kaltgestellt. Für meine übrigen Brüder verbürge ich mich. Was sagt denn der Unternehmer Strasser dazu? Der hat die Carta Nonata geliefert. Schließlich hängt sein ganzes Investment an der Heiligschwörung. Vielleicht will der Schnippler dem Strasser schaden. Ah, seine Projekt Pilger Hotelzentrum. Hatte ich auch schon gedacht. Aber wer käme in Betracht? Wenn man Strassers Lebenswandel anschaut. Mindestens die Hälfte der weiblichen Bevölkerung von Bäuern. Na klar. Aber Frauen schnippeln nicht. Pater Benedikt. Sie als Archivar sind doch der oberste Dienstherr meiner Brüder. Können Sie die Wiederaufnahme der Arbeit nicht anordnen? Lieber Abt, ich kann es nicht verantworten, dass Ihre Mönche Leib und Leben riskieren für das Projekt Agnes. Pater Benedikt, Abt Emmeram. In 12 Tagen soll ich als Advocatus Dei in dem Heiligsprechungsprozess für unsere Agnes argumentieren und es fehlen noch entscheidende Dokumente. Eine historische Wunderbezeugung auf Carta Nonata. Abt Emmeram. Sie wollen doch auch nicht, dass Ihr langjähriger Kampf als Postulator für die Heiligsprechung so knapp vorm Ziel scheitert. Noch haben wir Befürworter im Gremium die Mehrheit. So. Herr Geiger, alles im Griff? Ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, Herr Pfarrer. Ach, Industriekloß im Kochbeutel. So. So schaut also ein bayerischer Schweinsbraten aus, wenn ihn ein Cuxhavener oder soll ich sagen Cuxhavener in die Finger kriegt. Bin wohl mehr der Matsches-Typ. Bismarck-Hering wäre mir lieber, weil der Bismarck hat wenigstens unsere ganzen Königsschlösser bezahlt. Der Bischof, der Mühlich und der Emmerand. Um Gottes Willen. Sie müssen verschwinden. Wenn der Sie hier sieht, merkt er sofort, dass wir eine kriminalisierende Vereinigung sind. Also nach meinem Gefühl hat der Mann von nichts eine Ahnung. Nein, nein, mein lieber Guido, keine Verneigung mehr. Nicht in Ihrem Zustand. Die Verneigung gilt dem Amt und nicht dem Träger. Wenn auch der Träger auch nur Diener ist. Sie sind ja so tapfer, Guido. Wir haben eine Überraschung für Sie. Guido! Herr Emmeram, gibt's gleich sowas an? Ja. Grüß dich. Abt Emmeram reist nächste Woche nach Rom. Er wird dort bei meiner Dankesmesse für die Ernennung zum Kardinal als Gast teilnehmen. Ich wollte, dass ihr alten Studienkollegen euch noch mal wiederseht. Ich habe jetzt erst von deiner Krankheit gehört und dass du in Bäuern bist. Du hättest mich doch mal im Kloster besuchen können. Oder bist du gerade wieder an einem Kriminalfall? Ja, wir haben ihn damals im Seminar immer den Tabernakel-Columbo genannt. Köstlich. Emmeram, wenn ich kriminalisieren würde,
Du bist doch der Erste, der sich sofort merken würde, oder? Und was das Essen anbelangt, da kann ich leider mit nichts dienen, weil ich habe die Rosshauptrinne nicht mehr. Mühlich! Gott zum Gruße, Pfarrer Braun. Voilà. Mit den besten Grüßen von der Rosshauptnerin. Ich gehe doch nicht zu meinem Guido, ohne danach die Sünde der Völlerei beichten zu müssen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Schweinsbrunn, Blaugrat, Knädel, wunderbar. Was geht's denn eigentlich bei der Sache? Worum geht's? Und das, was immer geht. Da geht so ein Komiker wie dieser Kerkeling, der geht über diesen Jakobsweg und es ist dann die reinste Partymeile. Und dieses Santiago de Compostela ist seit Jahren schon ein Las Vegas des Christentums. Da wird mit dem ehrlichen Glauben des Volkes ein Haufen Geld verdient. Hallo? Herr Pfarrer, ich hab die Kustuhi. Ja, ich komm sofort. Moment, warten Sie. Gut, was ist los? Ich weiß, ich soll sich in Ihrem Zustand nicht mit sowas belasten, aber... Das ist schon recht, wir sind dafür da. Das war Ihr Mann, gell? Sieht man. Und es ist wegen dieser Eheannullierung. Sie wissen das? Ja, der Bischof war hier, der hat mir alles erzählt. Ich hätte oben noch mein Kinderzimmer, da könnten Sie eine Zeit lang bleiben. Danke, ich hol meine Sachen. Ich mach den Amen. Amen! Das Auto steht in der Scheune. Ich hab Angst gehabt. Amen, das Auto steht in der Scheune. Hol die Sachen von der Frau Strass. Und wir sind jetzt das Frauenhaus. Die bleibt ein bisschen bei uns. Kommen Sie. Sehr gern. Dann nehmen wir uns Platz. Adulieren heißt doch, die Ehe hat von Anfang an nicht existiert, oder? Ja, im Prinzip heißt es. Möchten Sie einen Schnaps? Danke, nein. Und unter was habe ich dann die letzten 24 Jahre gelitten? Aber jetzt kommt's. Wenn die Ehe nicht existiert hat, dann ist auch der Ehevertrag nichtig. Und wo bleibt dann ein Versorgungsausgleich? Es geht ja nicht nur um eine Abfindung. Und es geht auch um Katrin. Die wäre dann unehrlich. Das geht doch nicht. Ich hab vorhin, da hab ich doch recht, oder? Frau Strasser, mit den unehelichen Kindern, das ist nicht mehr so schlimm. Da ist die Kirche auch viel lockerer geworden. Das ist nicht das Problem. Aber warum hat Ihr Mann sie da geschlagen? Ich hab gesagt, Scheidung, ja. Und zwar mit allen finanziellen Konsequenzen. Aber Annullierung, nein. Und Scheidung geht nicht, sagt er. Wegen seiner Geschäfte mit dem Vatikan. Aber das ist nicht der Grund. Schauen Sie mal. Was ist das? Können Sie da mal anrufen? Ich trau mich nicht. Telefonnummer. Konrad in der Vorwahl. Wo haben Sie das her? Der lässt überall sein Handy rumliegen. Mit der Nummer telefoniert er ständig. Da ruf mir so. Pilgerhotel Konrad, Gott zum Gruße, was kann ich für Sie tun? Entschuldigung, wie war der Name? Pilgerhotel Konrad. Mein Name ist verweht. Entschuldigung, es tut mir leid. Ein Pilgerhotel Konrad, sagt Ihnen das was? Sagt mir nichts, aber da fahren Sie. Verschlossen. Sie fahren heute nirgendwo hin. So wie Sie ausschauen, das geht gar nicht. Sie gehen jetzt rauf, schlafen Sie aus und morgen fahren wir miteinander nach Konrad hin. Weil mit dem Pfarrer können Sie wesentlich mehr ausrichten als alleine. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Gute Nacht, Herr Pfarrer. Sie haben aus unserer Soko eine Eheberatung gemacht. Geiger, nicht jammern. Das alles fällt unter das Stichwort Interdependence. Ja, ja, natürlich. Das heißt, alles hängt mit allen zusammen. Die abgeschnittenen Finger, geschlachtete Schafe und betrogene Ehefrauen. Und wie? Geiger, wie war unsere Abmachung? Essen gegen sachdienliche Hinweise. Und was heißt das? Rein in die Kittelschürze und ab in die Küche. Und dann erkläre ich Ihnen, was Interdependence heißt. Und um Ihnen den Mund ein bisschen wässrig zu machen, was Strasser anbelangt und die Annullierung der Ehe, dafür gilt, was seit Watergate bei allen Kriminalfällen gilt, Folge der Spur des Geldes, und zwar schnell. Ich habe mit unserer Bank gesprochen. Die Papierfabrik macht kaum mehr Gewinn und ist mit hohen Krediten belastet. Wo soll er da die Kohle hernehmen, wenn das Pilgerhotelzentrum gebaut wird? Da steckt er doch jetzt schon mit so viel Geld drin. Vielleicht ist der Corbinian deshalb so böse.
Ich glaube weniger. Sagt Ihnen der Begriff Angerpfändler-Stiftung was? Nein. Hier steht, der Mann hat seine Anteile mit Gewinn an die anderen Bauherren verkauft und den Erlös in die Angerpfändler-Stiftung investiert. Da stimmt doch was nicht, oder? Ja, so kann man es auch sagen. Andererseits habe ich schon mal von einer Stiftung gehört, wo es stimmt. Das Geld ist mir wurscht. Ich will wissen, ob er andere hat. Interdependence. Es hängt alles zusammen. Sie warten bis jetzt erst einmal hier im Auto, weil da muss ich zunächst einmal allein rein. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Wie kann ich Ihnen helfen? Braun ist mein Name. Ich müsste die Chefin sprechen, bitte. Welche Chefin? Die alte oder die junge? Die junge. Die steht vor Ihnen. So. Imogen Angerpointner. Und was kann ich für Sie tun? Angerpointner? Also die Stiftung verwaltet unsere Hotels und Läden für Devotionalien und Pilgerbedarf. Ein Familienunternehmen. Und jetzt ist eine Erweiterungsfinanzierung angedacht. Na, Sie sind ja gut informiert, Herr Pfarrer. Die Finanzierung, die steht bereits. Durch meinen Partner, Herrn Strasser. Grüß dich, Corbinian. Der Schnüffler Gottes. Bist hinter mir her. Was will er denn? Der Herr Pfarrer hat sich nach der Finanzierung der Erweiterung erkundigt. Du, Corbinian, kannst du mir sagen, wer außer uns zwar noch davon weiß, dass du deine Anteile an diesem Pilgerzentrum Agnes, dem Hotel, verscheuert hast über einen Treuhänder an einen Investor? Mein Geld fließt dahin, wo es braucht wird. Der Herr Strasser hat sich hier bei mir engagiert, weil Konrad ihn ganz einfach viel bessere Zukunftsaussichten hat. Ja? Aber nur, wenn in Bayern keine Konkurrenz entsteht durch eine eventuelle Heiligsprechung der Agnes. Und da hast du gesagt, da kann man nachhelfen. Und hast den Mönchen die zwei Finger abgeschnitten. Die gibt ja kein Mensch mehr die Hand, ohne dass er nachschaut, ob nur alle Finger da sind. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ach, verstehe. Er da, er meint, wieso soll ich da ein neues Pilgerhotel bauen, wenn ich ja hier ein fertiges haben kann? Zusammen mit mir hast es. Corbinian! Du. Bist du mit dem Pfarrer? Raus! Aus meinem Hotel! Raus! Sag mal, ist das deine Frau? Sieht man das nicht? Da! 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 Und da! Das ist die Frau von Corbinian! Schauen Sie genau hin! Weil so werden Sie in ein paar Jahren auch ausschauen! Ach, nur was, dass mir der liebe Gott am Ende meines Lebens sowas wie dich noch schickt, das macht die Sache wahrlich nicht leichter. Du, aufpassen, gell? Dabei waren der Emmeram und der Corbinian die besten Freunde. Wir haben gemeinsam die Heiligsprechung unserer Agnes vorangetrieben. Weil wenn das der Emmeram erfährt. Herr Pfarrer! Pfarrer Braun! Das, was ich ihm jetzt spritze, injiziert man normalerweise Nashörnern mit dem Blasrohr, um sie zu betäuben. Er wird jetzt mindestens 3 Tage schlafen. Aber das braucht er auch, nach dieser totalen Erschimpfung. Danke, Frau Doktor. Pfarrer! Herr Pfarrer!
Herr Pfarrer! Ja, da sind Sie ja. Ist das eine leibliche Aufnahme des Himmels? Ja, das kann und darf nicht sein, dass der Petrus aussieht wie der Geiger. So 3 Tage sind genug. Was? 3 Tage? Die Welt hat sich gedreht und wir werden gebraucht. Wir? Ja, die Soko-Fischstäbchen. Der Fall ist doch gelöst. Der Kombinian war es doch. Der Fingerabschneider. Das mag ja sein, aber gerade der ist jetzt verschwunden. Verschwunden? So, Herr Pfarrer, jetzt trinken wir mal ein bisschen Kaffee. Kaffee kann ich schon. Ja. Der Kombinian ist also verschwunden. Seit dem Tag, an dem Sie mit Frau Strasser in Konrading waren, ja. Vielleicht, dass der Strasser mit der Imogen... Das habe ich bereits vorermittelt. Die Imogen Angerpointer weiß nichts über den Verbleib des abgängigen Corbinian Strasser. Geiger, Sie reden so geschwollen daher wie ein Polizeirevier. Frau Strasser hat mich mit Erkundigungen unterhalb der Vermisstenanzeigenschwelle beauftragt. Man will im Ort den Ball wohl noch flach halten. Vielleicht wollte man den Verräter der heiligen Agnes bestrafen? Das wirft ein anderes Licht auf die Sache. Ich meine, die Tatsache, dass sie mit den Erkundigungen beauftragt hat, die sorgt uns doch ganz deutlich, dass sie an einer Aufklärung des Falles nicht interessiert ist. Ja, das wirft ja noch mal ein ganz anderes Licht auf die Sache. Ich konnte übrigens in Erfahrung bringen, dass er zuvor ein Testament aufgesetzt hatte. Und dass er ausgerechnet jetzt sein Testament macht, deutet auf was? Ja, deutet auf was? Vielleicht hat er seine Schlechtigkeit erkannt und hat Selbstmord begangen. Oder das Kloster Bayern, haben Sie es vergessen? Das Kloster, ja klar. Kloster Bayern, das wirft ja noch mal ein ganz, ganz anderes Licht auf die Sache. Ja, was sagen Sie jetzt? Ja, was sage ich denn jetzt? Bei so vielen Lichtern, die einem da aufgehen, da kann man das Richtige gar nicht erkennen. Ja, so sehe ich das auch. Geiger, 2 Fischstäbchen sind mehr als 1. Ja. Wo fangen wir an? Dort, wo der Gesuchte zum letzten Mal gesehen wurde. Und das war wo? In der Papierfabrik. Geiger! Und Sie befragen in Ihrer bekannt beiläufigen Art das Personal? Ja, ja, ohne dass Verdacht geschöpft wird, natürlich. Und Sie? Ich gehe dahin, wo man schöpfen darf. An die Wiege der Bütten. Meine Herren, ich hätte da mal eine Frage. Das war brutal rausgerissen. Herr, ich wollte mich nur bedanken, dass du mich das Rätsel des Fingerabhackers hast lösen lassen. Aber was ich nicht weiß, Herr, hast du mir mit dem Verschwinden vom Strasser vielleicht einen Mordfall noch gegeben? Herr, sag's nichts. Wer schweigt, stimmt zu. Das haben wir im Lateinunterricht gelernt. Mehr sage ich nicht. Ich ermittle jetzt weiter. Ich muss meinen Freund und Studienkollegen Emmeram warnen. Der Strasser, der verlogene Hund, hat die Seiten gewechselt. Und während ich mit dem Emmeram rede, könnten Sie sich hier im Kloster umsehen, investigativ. Verstehen Sie? Hatte ich im Lehrgang. Nach was? Ja, nach dem Corbinian, vielleicht wird er hier gefangen gehalten, in Ketten, bis die Heiligsprechung durch ist. Nein, nein, Pater. Sie ahnen nichts von unserer Verbindung. Jawohl, alle weiteren Aktionen sind ab sofort gestoppt. Nein, Ihr Name ist nie gefallen. Und ich werde Sie auch nicht verraten. Ja, Dio Gratias.
Grüß Gott. So das Beruf vom Pater Emmeram. Ich würde gerne ihn absprechen. Es tut mir leid, er ist schon früher nach Rom gefahren, um mein Dokument persönlich abzugeben. Auf Carta non nata. Invitatio. Einladung, Invitatio, Lateinisch. Epicopus Sebastianus Hemmeratum. Hemmerat? Hemmerat? Da bin ich aber mit meinem Latein am Ende. Ja, Geiger, irgendwas anderes für Sie. Schauen Sie mal, vom Hemmeratum sein Telefon, also um 14.16 Uhr. Ein sehr verdächtiges Telefonat geführt worden. Und finden Sie bitte raus, mit wem. Damit bin ich unterfordert. Wenn Sie so weitermachen, dann kochen Sie aber mal für mich. Das ist dem Pulper wurscht. Der Mausmehl. Ist das so klar? Da bleiben höchstens ein paar Moleküle von der am Schluss übrig im Papier. Pfarrer Braun, mein lieber Guido, was verschafft mir die Ehre? Exzellenz, wo sind Sie? Sie klingen so hohl. Das Pfarrer Braun ist ortsunabhängig. Der Monsignore witzelt schon wieder. Das Telefon ist auf Mithören geschaltet. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn der Monsignore hört, was jetzt kommt. Was kommt denn, lieber Guido? Ich habe keine Geheimnisse vor dem Monsignore. Exzellenz, ich weiß nicht, ob mich das was angeht, aber halten Sie Ihren Dankgottesdienst in Rom für die Kardinalserhebung. Für geeignetes Forum, sich zu outen? Ich mich outen? Exzellenz. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber wenn Sie auf rosa Büttenpapier zum Gottesdienst einladen, dann machen Sie doch jedem klar, dass Sie zu diesem berüchtigten schwulen Netzwerk im Vatikan gehören. Ich? Schwul? Willig! Haben Sie rosa Bütte bestellt? Nein. Eminenz, haben wir nicht. Wir haben weiße Bütte bestellt. Natürlich haben wir weiße Bütte bestellt bei Herrn Strass. Ja, aber diese Mönche vom Emmeraland schreiben auf rosa Bütten. Sie wissen doch, wie kindisch manchmal die Mönche sind. Da will ich mich drum kümmern. Diesen Lapsus werde ich sofort korrigieren lassen. Danke, Guido, Gott befohlen. Hey, Armin, was ist denn jetzt los? Kennst du doch nicht mehr. 1 Uhr Leute ist ein Schlag, und was du machst, ist 12 Uhr Leute. Das Glück ist ausgebrochen, Herr Pfarrer. Mit der Rumschwärmerei ist ein für alle Mal vorbei. Das Geläute ist mein Heiratsantrag an die Kathrin. Und das soll das ganze Tal wissen. Hast du es ihr schon gesagt? Ich meine, weiß sie es schon? Ich habe sie per SMS geschickt, nur für alle Fälle. Jetzt müssen Sie nur noch lang genug durchhalten, damit Sie uns trauen können. Amen, da weiß ich nicht, ob ich den Herrn dazu auch noch überreden kann. Aber wenn du mir eine Locke von ihr bringst, dann wüsste ich vielleicht was sehr Schönes für euch beide. Schöne Grüße von der Katrin. Sie fragt, ob Sie irgendwie pervers sind. Armin, auch die bösen Gedanken muss er beichten. Ich habe ja was für dich, das habe ich noch geregelt. Von der Justizbehörde, deine Bewährungsstrafe ist damit erledigt.
Du kannst als unbescholtener und freier Mann das Sakrament der Ehe eingehen. Ich war eh immer aus freien Stücken bei Ihnen, Herr Pfarrer. Ich weiß schon, Armin. Ich weiß das. Vielen Dank für alles. Das muss ich jetzt gleich der Katrin sagen. Ja, sag's ihr. Unmögliches wird ja sofort erledigt, Herr Pfarrer. Der Anschlussabt Emmerer an Kloster Beuern hat telefoniert um 14.16 Uhr mit dem Anschluss Pater Benedikt, Vatikanisches Archiv, Rom. Treffer? Nach Rom? Mein lieber Guido, Sie müssen sich meinetwegen derartigen Strapazen nicht aussetzen in Ihrem Zustand. Exzellenz, ich fahre gern nach Rom, wenn Sie mich einladen. Und wenn der Herrgott es will, dann fahre ich heute los. Wenn der Herr es nicht will, wird er mich mit Erleuchtung segnen. Guido, Sie haben bisher alle Bibelwetten gegen mich gewonnen. Sagen Sie mir ein Zitat und wenn ich die Quelle nicht weiß... Ah ja, jetzt verstehe ich. Also wenn Sie die Quelle nicht wissen, dann darf ich nach Rom fahren. Und wenn Sie die Quelle wissen, dann muss ich in Bayern bleiben, naja. Bibel-App. So, und los geht's. Was für Zitat nehmen wir da? Jetzt hol ich eins. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und so er hat Sünden getan, werden sie ihm vergeben sein. Vor wem ist es? Eine schöne Stelle haben Sie da gefunden. Lieber Guido, so einfach und so tröstlich. Tröstlich wird es bald für mich sein. Exzellenz? Wo ist jetzt der Bibel? Ich entsinne mich, Sie in einer meiner Predigten verwendet zu haben. Exzellenz? Es war Pfingsten. Nicht Seitschinden. Vor 2 Jahren. Oder war es... möglicherweise Jakobus. Jakobus? Jakobus. Aha, ja. Welche Stelle wäre das bei Jakobus? Die Stelle. Herr Gott, noch mal die Stelle. Kapitel 5. Ja, Exzellenz, wie heißt es im Fernsehquiz? Jetzt müssen wir einloggen. Also, welcher Vers? Der Vers. Der Vers. Ja, jetzt musst du was einfallen lassen. 12. Jakobus 5, Vers 12. 12. Da waren es nahe dran, aber es reicht nicht. Es ist Jakobus 5,15. Aber vielen Dank für diese schöne Rumreise, die Sie mir dadurch ermöglichen. Und Gott behüte Sie, Exzellenz. Sie mich, ich Sie auch behüten. Ja, Gott nochmal. Mühlich, Sie Versager. Akku leer. Geiger, wie stehen Sie zu KTU? Professionell sachbetont. Dann lassen Sie mal diese DNA-Präparate untersuchen und was da zusammengehört, und zwar im Eilverfahren. Eine Locke, Blutreste und meine Einladung. Verstehe ich nicht. Geiger, das müssen Sie auch nicht verstehen. Lassen Sie sich die DNA-Ergebnisse auf Ihr Handy schicken, denn Sie kommen ja mit. Wohin? Ja, wir besuchen ein Geburtsregister und dann... in die ewige Stadt. Ja, ich war ewig in der Stadt. Geiger, Rom. Das ist zweifelsohne der Vatikan. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. So, jetzt muss ich da rufen. Hallo? Guido Braun, ich habe einen Termin mit dem Pater Benedikt. Es geht um die Heiligsprechung der Agnes Lechleitner. Ich stehe jetzt am Petersplatz, direkt vor euch. Wie komme ich denn dahin am besten?
St. Anna Pforte. Ja, wohin jetzt? In die Höhle des Löwen. Daneben der Glaubenskongregation. Früher war das, lieber Geiger, die heilige Inquisition. Ja gut, dann gehen wir mal. Nein, Sie bleiben hier. Ich lasse Sie doch nicht alleine zur Inquisition. Nachher foltern die Sie. Geiger, gefoltert hat schon lange keiner mehr. Das, was Sie da sagen, das war aus der Zeit, als die Erde noch nicht rund sein durfte. Also gut, ich gebe Ihnen eine Stunde. Wenn Sie dann nicht zurück sind, dann gehe ich da rein und räuche die Brüder aus. Also, Uhrenvergleich. Eine Stunde. Pfarrer Braun? Ja. Ein herzliches Grüß Gott. Man erwartet Sie bereits. Darf ich Ihnen helfen? Es ist nicht mehr weit. Noch eine Treppe. Oh Herr, warum gibt es in deinem vatikanischen Hauptquartier keinen Paternoster? Lift. Pfarrer Braun, darf ich vorstellen, Chefarchivar Pater Benedikt. Gott zum Gruße, Pfarrer Braun. Danke. Danke. Bitte, setzen Sie sich doch. Ich bin in einem Zustand, der, wo mich der Herr jeden Moment abberufen kann. Und deswegen möchte ich Sie bitten, ich habe nicht viel Zeit, im Fall Agnes Lechleitner ein Geständnis abzulegen. Aber ich bitte Sie, was heißt denn hier Geständnis? Im Kloster Bayern werden bereits Dokumente in Sachen Heiligsprechung Agnes Lechleitner gesammelt und prozessfördernd rekonstruiert. Ach, Kloster Bayern, da liegt die Quelle. Nennen Sie es ruhig Fälschungen, ist mir auch schon aufgefallen. Darum habe ich die Akte für Sie herausgesucht, wenn Sie sich selbst überzeugen wollen, Pfarrer Braun. Jetzt Schluss mit dem Drumherum, Pater Benedikt. Sie haben nachweislich mehrere Telefonate mit dem Bruder Pforte von Kloster Bayern geführt. Kloster Bayern, von dem Sie jetzt so tun, als ob Sie es noch nie gehört hätten. Der Pfarrer Braun, der Tabernakel Colombo, wie ihn mein Freund Abt Emmeram zu nennen pflegt. Und wer sind Sie? Franz Daxenberger, Prälat bei der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungsprozesse. In diesem Fall auch Advocatus D. Braun. Ich werde mich jetzt hier niederlassen und Sie werden sich zu meiner Rechten und zu meiner Linken niederknien. Und ich werde Ihnen die Beichte abnehmen. Weshalb? Weil Sie dann mir alles gestehen und ich kann nichts damit anfangen, weil es um das Beichtgeheimnis fällt. Wenn ich Sie im Grunde beichte, so ist denn in der Liturgie vorgesehen. Aber was Neues? Das ist es doch, was der Kirche fehlt, was Neues. Nun, der Pater ist jetzt wieder, als Jesus sagte. Amen. Sparen wir uns nicht allein, meine Herren, wir sind vom Fach. Lieber Prälat, Sie beichten mir vielleicht die Sünde der Lüge, weil Sie Dokumente fälschen ließen. Da sind die Grenzen fließend. Pfarrer Braun, das sollten Sie als Kriminalist eigentlich wissen. Selbst die konstantinische Schenkung, auf die sich die weltliche Macht der katholischen Kirche gründet, ist eine Fälschung. Also wahr oder falsch, es zählt doch, was dem Lob des Herrn dient. Nicht wahr? Außerdem, als die Bäuerner die Heiligsprechung der Lechleitner Agnes vorantreiben wollten, da fehlten plötzlich wichtige Dokumente, die glaubwürdig überliefert waren. Und die vom Kloster Bäuern haben diese fragwürdigen Texte, die das Wunder der Agnes beweisen sollen, auf ein verbotenes Katernonata-Pergament geschrieben. Und das wurde geliefert vom Herrn Strasser. Wir wollten nur, dass der Agnes die Verehrung zuteil wird, die ihr zusteht. Und dass Sie durch diesen Heiligsprechungsprozess als Advocatus Dei, als erfolgreicher Advocatus Dei, Karriere machen im Vatikan. Falsche Unterstellungen erreichen meine Ohren nicht. Ich möchte es mal so sagen, die stärkste Seite Ihrer Ohren ist nicht das Zuhören. Wogegen die Konradinger ein feines Gehör haben für Nebengeräusche, für eine schädliche Konkurrenz in Form von Wallfahrten, Pilgerströme. Sie entschuldigen mich. Aber ich bin in einem Alter, in dem man
Farsen dieser Art nicht mehr mitmachen muss. Sie inszenieren die mit ihren eigenen Farsen. Abgeschnittene Daumen, abgeschnittene Finger. Und der Bruder Pforte, das war da Ihr Kontaktmann. Sie, das sind unglaubliche Unterstellungen. Der Bruder Pforte, das ist ein Eiferer, dem verzeiht der Herrgott, weil der weiß nicht, was er tut. Aber Sie, Habgier, Geldgier, Mammon, Hoffärtigkeit. Sie verlassen sofort diese Räume. Und es ist alles bewiesen, Pater Benedikt, oder soll ich sagen, wie Ihr weltlicher Name lautet, Pater Angerpointner. Schönen Gruß von Ihrer Nichte Imogen aus Kunrading. Die freut sich über die Performance des Angerpointner von Pater Benedikt Angerpointner. Woher wissen Sie? Ich könnte die ganzen Informationen an die zuständigen Stellen weitergeben. Es sei denn, Sie hätten mir diese Informationen unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses des Heiligen Sakraments der Beichte anvertraut. Dann wäre mein Mund verschlossen. Ja. Wir haben Sabotage betrieben. Nachdem Strasser Partner meiner Nichte geworden war, konnte ich ihn für unsere Ziele einsetzen. Zum Wohl und Ehre unserer heiligen Cecilie. Also, das ist wirklich eine monströse Ungeheuerlichkeit, die Sie sich da erlaubt haben. Sie, Konradinger. Vorsicht beim Werfen erster Steine, Bella Taxenberger. Die Heiligsprechung der Agnes dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zur Verarmung von Bäuern führen. Dafür von Konrading. Seien Sie in Ruhe. Die Absolution kann ich Ihnen erteilen, aber nur bedingt, wenn Sie mir versprechen, das Katern- und Nanterpergament zu vernichten. Und nun zu Ihnen. Sie entschädigen diese beiden Mönche für ihre abgetrennten Gliedmaßen mit den Fingern und den Daumen aus der Angerpointer Stiftung. So, und jetzt will ich bloß noch eins wissen. Wer hat den Strasser auf dem Gewissen? Die Bäuerner, weil er ein Verräter für sie war. Was, die Konradinger, weil er zu viel von ihnen gewusst hat? Ich sag's ja, die Kurie, Kyrie eleison. Anhänger der heiligen Agnes. Die Anhänger der Cäcilie. Anhänger der heiligen Agnes. Was ist los? Ja. Ihre Anhänger. O Herr, ich weiß, dass ich bald vor deinem ewigen Thron hintreten muss. Aber Herr, gib mir noch ein bisschen Zeit, bis ich rausgefunden habe, wer der Täter ist. Danke, Herr. Herr, eine Frage noch. Auf wen stehst du mehr? Auf die Konradinger oder auf die Bäuerner? Aha, keine Antwort ist auch eine Antwort. Wahrscheinlich ist dir das wurscht, weil du nimmst dann jeden. Dankeschön. Rom ist eine Messe wert. Wie lange haben wir noch, dass wir nicht so passen? Etwa 10 Minuten. Dann sehen wir den Kardinal. Oh. SMS von der KTU. Humangenetische Spur im Büttenpapier, vermutlich Blut. Weist große Ähnlichkeit mit der DNA der Haarprobe auf. Jetzt wissen wir, dass das ist tot. Dritte Probe, Blut am Ohrring, konnte den beiden nicht zugeordnet werden. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das schon. Der Ring gehört dem Mörder. Und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer der Besitzer von diesem Ring ist. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu heilen, was verwundet ist. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Christe eleison. Christe. Zum Vater eingekehrt, um für uns einzutreten. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Was hast du? Wie kann ich dir helfen? Du, Emmeram.
hab's geahnt. Aber ich hab's nicht glauben wollen. Von irgendjemand musst du erfahren haben, dass der Strasser dich verraten hat. Das haben wir beim Pulver gefunden. Hast du den Carpinian in den Pulver gestoßen? Du musst mir glauben. Es war ein Unfall. Ich wollte ihn befragen, weil die Gundula mir von seinem Seitenwechsel erzählt hat. Da ist er ausgerastet, wollte mich in den Bottich werfen und ist dabei selbst reingefallen. Im Sturz hat er mir den Ring aus dem Ohrläppchen gerissen. Denkst du, ich ließe die Agnes mit Blut an den Händen heilig sprechen? Ich könnte mit einer solchen Schuld weiterleben. Immer noch. Ich glaube dir, mein Freund. Nein! Kriminalpolizei, keine verlässt den Raum! Genau, was Sie jetzt wollen. Sie wollen von mir jetzt wissen, wie es im Himmel ist, oder? Und ich kann Ihnen sagen, es ist genau so, wie Sie sich's vorstellen. Also wenn Sie unter dem Himmel nichts vorstellen, dann ist da auch nichts. Aber in meinem Fall trifft das nicht zu. Halleluja, sage ich. Halleluja!